Was geht ab, was geht down? Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Raid Shadow Legends Video. Und zwar geht es heute mal um die Arena wieder, da habe ich schon sehr lange keine Videos mehr gemacht. Ich wollte mal heute ein neues Team vorstellen. Dadurch die Hydra ist ja ein neues Set reingekommen, dieses Steinhaut-Set, was den Damage, den Incoming Damage sehr hart reduced. Und das habe ich jetzt auf Cardinal gebaut. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Der kriegt am Anfang den Stone Skin Buff und dann seht ihr, dass sie gar keinen Damage bekommen wird. Ihr seht, der Nuke hier von Hegemon hat einfach absolut gar keinen Schaden gemacht. Und das ist der Sinn daran, dass quasi sie keinen Damage bekommt, dann die Verbündeten hier wiederbelebt, die dann quasi bei ihrer Wiederbelebung direkt 100% Termeter haben und dann wird attackiert. Ah, jetzt hat sie leider hier Weak-Hit gemacht, Hundig. Auf Kandrafon, kann passieren, aber alles im grünen Bereich. So, das war der erste Fight. Ich guck mal, haben wir hier noch irgendwo was Vernünftiges? Hier ist auch noch ein Kandrafon. Kandrafon ist halt ein bisschen scheiße wegen Weak-Hit. Wir gehen mal. Geh mal hier rein. Machen das Team mal. So, wichtig ist hier eigentlich, das funktioniert eigentlich gegen jedes Team, außer gegen Teams mit Blocke-Buffs, Blocke-Debuffs. Blocke-Debuffs ist nicht ganz so geil, weil da müssten wir Lydia austauschen und anstatt Lydia sollten wir dann ein, hier sag schon, ein Buff-Stripper wie Madame Cerise oder so reintun. Die haben jetzt hier so wenig Damage gemacht, die kriegen ja gar nicht meine Champions tot. So, jetzt aber. Jetzt seht ihr dann, wie es auch funktionieren soll. Alle sind tot. Wir beleben alle wieder mit 100% Termiter. Leider ist jetzt Inquisite Tech Buff auch schon weg, aber das sollte eigentlich auch nicht so schlimm sein. Weil die haben ja alle die Quiz Defense, die kriegen schon ganz gut Schaden, außer hier die Welk vielleicht. Da machen wir einfach so. Das ist das Gute an Hundek, ey. Wenn einer mal keine Quiz Defense hat, kriegt ihr trotzdem. Ein Doppelhit auf einen speziellen drauf. Hier ist nochmal Kandrafon-Team, das können wir auch noch mitnehmen hier. Kandrafon ist halt zwar Weak Affinity für Hundeck leider, aber sollte funktionieren. Wir haben jetzt auch gar keinen Buff-Strip, also kann eigentlich auch gar nichts passieren. Ihr werdet jetzt wieder sehen, wie wenig Damage Cardinal bekommt. Gar kein Damage, es hat einfach nur Schaden gemacht. So, ah, die haben Blocke Debuffs, was ich meinte, aber das war ein bisschen doof von mir. Das wird jetzt interessant werden. Mal schauen, ob das trotzdem funktionieren kann. Ich gehe mal davon aus, dass es unwahrscheinlich ist. Da war ich wieder zu voreilig mit der Teamauswahl. Aber wir gucken mal. Wenn wir den unbedingt tot haben, sehr viel wahrscheinlich. Ja, gar kein Damage gemacht. Wir machen das anders. Das war jetzt bad meinerseits. Wir gehen hier nochmal rein in den gleichen Fight. Und nehmen dann anstatt Lydia, dann tue ich immer Hunig nach vorne. Aber so seht ihr dann, wie man halt auch mal einen Fehler machen kann. Und dann nehme ich Madame Cerise mit. Das große Problem ist, da muss man halt einfach drauf achten. Ich habe jetzt nicht ganz konzentriert, aber wir lassen das im Video. Ich schneide das nicht raus, weil wir sind real und nicht irgendwie fake oder sonst irgendwas. Ihr sollt auch sehen, dass man da natürlich auch mal sich vertun kann oder sonst irgendwas passiert. Shit happens. So, alle sind tot. Und dann kommt jetzt gleich unser Cardinal dran. Zack. Cardinal ist am Stissel, Manissel. Wir werden jetzt hier die Buffs gestrippt. Schön weg. Tschüss damit. Und dann attackieren wir. Bums. Und GG. Ihr seht also, wie das Team funktioniert. Wichtig ist für dieses Team halt, ich sag euch mal erstmal, Cardinal natürlich. Cardinal hat hier, wie gesagt, das neue Steinhaut-Set. Was halt Stone Skin gibt, also Steinhaut, wo sie gar keinen Schaden gefügt kriegt. Und das hat auch extra als Passiv nochmal eine 50%ige Chance, dass es nicht entfernt werden kann oder gestohlen werden kann. Nichtsdestotrotz habe ich sie trotzdem auf viel Resistance gebaut. Ihr seht 678 Resistance, um einfach, weil 50-50 Chance ist scheiße, so ist die Chance einfach extrem,
ja gering, dass das entfernt wird. Die anderen Werte sind gar nicht mal so wichtig, weil sie, wie gesagt, Leben und so ist nicht so wichtig, weil sie einfach gar keinen Schaden gefühlt bekommt. Speed ist noch so, da solltet ihr ungefähr in 150-170 Bereich sein. Ihr seht, ich habe nicht mal die Speed Boots hochgerollt, die sind einfach noch auf Level 12. Ja. Gucken, ob wir hier noch irgendwas Tolles bekommen haben. Oh, das ist gar nicht schlecht. Dann ist es wichtig halt bei dem Team, die Speed Order. Ihr solltet entweder dann auf jeden Fall eure Lydia sollte am zweitschnellsten sein. Meine ist jetzt hier ziemlich schnell mit 298. Oder eure Madame Cerise sollte halt auch am zweitschnellsten sein, weil wenn Cardinal, ich zeig euch mal den Skill, wenn Cardinal belebt mit dem Skill, revives all dead allies, heilt die damit um 25% und boostet das Thermite auf 100%. Also die sind direkt dran, nachdem du die revivest. Da ist es dann wichtig, der am schnellsten ist, kommt als erstes dran, der zweitschnellste am zweiten und der letzte halt am langsamsten. Deswegen ist Hurndeck bei mir quasi der langsamste mit 170 Speed nur. Und quasi Madame Cerise ist schneller und Brockney ist auch schneller. Ihr könnt halt auch anstatt Brockney jeden anderen irgendwen mit der Increase Attack Buff reintun. Da gibt es ja verschiedene. Ihr könnt, was weiß ich, wen reintun. Irgendeinen, der Increase Attack bufft. Eine Avatar, eine langsame oder sonst irgendwas. Das ist egal. Ja, das ist eigentlich schon alles, was das Team ausmacht. Es ist super effektiv auf jeden Fall für die Arena Offense. In der Defense weiß ich nicht, würde ich sagen, es ist leicht zu kontern, wenn einfach einer mit einem Lydia-Team gegen euer Cardinal-Team kommt, habt ihr halt verloren. Ihr dürft halt einfach, auch wenn ihr wen angreift, ihr dürft nicht gegen Lydia-Teams kämpfen. Ganz einfach. Weil Lydia-Teams, ihr wisst, die verhindert den Revive und dann seid ihr eh RIP. Ja, ich hoffe, euch hat das Team gefallen. Ihr hattet vielleicht auch was daraus gelernt. Vielleicht habt ihr Cardinal und könnt damit auch das Team bauen und ein bisschen die Arena aufmischen. Leute, in dem Sinne, danke fürs Video schauen. Lasst gerne ein Follow da, wenn ihr noch kein Follow da habt. Und ja, ein Abo heißt es ja auf YouTube. Lasst gerne ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und schreibt gerne in den Kommentaren, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen. Oder Verbesserungsvorschläge, würde ich mich auch drum freuen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, ciao.